Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Einen wunderschönen guten Morgen aus der Martin-Luther-Kirche in Linz. Heute feiern wir die vorerst letzte digitale Andacht aus der Martin-Luther-Kirche. Denn ab heute sind Gottesdienste fast wieder im normalen Modus möglich. Und wir freuen uns sehr, dass das mit dem Pfingstfest zusammenfällt. Wir werden aber jeden Sonntag auf verschiedene evangelische Gottesdienste aus Oberösterreich verweisen und so digital mit unseren Geschwistern im Bundesland feiern. Ich hoffe, ihr habt Verständnis, dass die digitale Andacht vorerst ein Ende findet. Aber die Kirche geht trotzdem im digitalen Raum weiter. Wir haben heute einen besonderen Gast, Lars Müller-Marienburg. Er war Vikar in unserer Pfarrgemeinde und ist nun Superintendent in Niederösterreich. Und für diesen Gottesdienst hat er sich für uns auf die Spuren des Gründers unseres Kirchenraums begeben. Wie ihr wisst, ist die Straße rechts neben mir die Johann-Konrad-Vogel-Straße und damit benannt nach dem Gründervater unserer Gemeinde. Und so hat sich Lars bei einem Besuch in Franken in das kleine Geburtsstädtlein von Johann-Konrad-Vogel aufgemacht und wird uns von dort begrüßen. Zuvor singen wir noch Befiehl du deine Wege. Liebe Schwestern und Brüder der Pfarrgemeinde Linz Innere Stadt, der Predigtext für den heutigen Pfingstsonntag steht in der Apostelgeschichte im zweiten Kapitel. Er ist ziemlich lang, ich lese nur ein paar Verse. Es wird beschrieben, dass Menschen aus ziemlich allen Ländern zusammengekommen sind, die ursprünglich unterschiedliche Sprachen sprechen, aber auf einmal haben alle verstanden. Dort heißt es: Wir hören sie in unserer Sprache die großen Taten Gottes verkündigen. Sie entsetzten sich aber alle und waren ratlos und sprachen einer zu dem anderen: Was will das werden? Andere aber hatten ihren Spott und sprachen: Sie sind voll süßen Weins. Ja, ich grüße Sie und euch aus Weihenzell. Das ist vielleicht nicht wahnsinnig bekannt, aber evangelischen Linzern und Linzerinnen kann es bekannt sein, denn hier wurde Johann Konrad Vogel geboren im Jahre 1796. Und in dieser Kirche wurde er mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit getauft. Johann Konrad Vogel ist dann in den 1820er Jahren nach Linz gekommen und hat dort eine Zuckerbäckerei übernommen und gilt manchen als Erfinder der Linzer Torte. Wir wissen aber inzwischen, das stimmt nicht. Das älteste Rezept der Linzer Torte stammt bereits aus dem 17. Jahrhundert und Marzipangebäck gab es schon bei den alten Ägyptern. Also sein Genie war nicht die Erfindung der Linzer Torte, sondern sein Genie war die Vermarktung
Durch ihn ist die Linzer Torte zu einem Produkt geworden, das man anderen aus Linz mitbringt, das für Linz steht und mit dem man sich an die schöne Stadt Linz erinnern kann. Johann Konrad Vogel war also für die Linzer Torte das, was Pfingsten für die Sache Gottes ist. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen schräg an. Ich erkläre, was gemeint ist. Also, das Gebäck Linzer Torte war vorher schon bekannt. Aber dass es verstanden wird, dass das etwas ist, was mit der Stadt Linz in Verbindung gebracht wird, dass es etwas ist, was vielleicht auch Liebe und Beziehung ausdrückt, indem man diese Torte anderen mitbringt, das hat offenbar, wir wissen nicht genau wie, aber offenbar hat er es getan, Johann Konrad Vogel aus Weinzell und später Ehrenbürger von Linz getan. Und so ist es auch mit Pfingsten. Die Geschichte Gottes fängt nicht mit Pfingsten an. Pfingsten hat nichts erfunden, sondern Gott ist schon, so erzählt es die Bibel, über 1000 Jahre mit dem Volk Israel und den Menschen unterwegs. Aber an diesem Tag, 50 Tage nach Ostern, verstehen auf einmal alle. Der Heilige Geist kommt und alle verstehen die Botschaft in ihrer Sprache. Auf einmal wissen sie, das hat etwas mit mir zu tun. Das ist nicht nur die Geschichte für irgendwen, sondern es hat etwas mit mir zu tun. Es ist meine Emotion, es ist etwas, was ich vielleicht auch will. Johann Konrad Vogel macht aus einem bekannten Produkt eine Marke, ein Genie des Marketings. Der Heilige Geist macht aus einer bekannten Botschaft etwas, was die Leute wirklich betroffen hat. Etwas, was die Leute bis heute bewegt, dass Gott sie liebt und Gott mit ihnen unterwegs sein möchte. Lasst uns gemeinsam beten. Heiliger Geist, flackere über unseren Köpfen. Mach unsere Gesichter hell. Gib unseren Gedanken Flügel. Heiliger Geist, komm jetzt zu uns. Fließ durch das, was unser Leben dunkel macht. Schwebe über dem, was uns traurig macht. Heile, füll die Welt mit deinen Möglichkeiten. Schneid ab, was uns ans Falsche bindet. Web ein neues Muster zwischen die Fäden unseres Lebens. Bau einen Weg aus der Einsamkeit zum Miteinander. Entfache Leidenschaft für Gerechtigkeit und Frieden. Heiliger Geist, füll Hoffnung in unsere Herzen. Mach unsere Nerven stark mit Frieden,
tröste uns mit Liebe. Und gemeinsam beten wir, wie uns Jesus Christus zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geht behütet in diese Woche mit dem Segen des dreieinigen Gottes. Es segne dich Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Turn it off.